Und mir gibt es irgendwie so heute nicht so viel Spannendes. Eigentlich habe ich den ganzen Tag organisatorische Dinge gemacht und Fotos bearbeitet, bisschen sortiert. Jetzt gerade bin ich wieder an meinem Notizheft, schreibe mir ein bisschen was auf, brainstorme so ein bisschen. Ja, und ansonsten passiert nicht viel. Ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag gehabt. Aber schaut euch das mal an. Yay! Es ist so übel. Ich werde nicht satt, wenn ich keine Kohlenhydrate esse. Ich dachte so, ja, heute Abend esse ich dann halt auch noch mal Salat, Tomaten, Mozzarella, Avocado. Ist ja jetzt auch nicht so, dass es jetzt so das fettarmste Essen ist oder so, wo man jetzt gar nicht von satt werden würde. Ich würde am liebsten jetzt einfach noch ein Brot essen. Ich muss mir noch ein Brot schmieren. Ja, und ich wollte noch kurz klarstellen, weil mich jetzt so viele gefragt haben, was ich denn für eine Diät mache. Ich mache gar keine Diät. Ich mache auch kein Low Carb oder so. Das ist mir einfach nur jetzt gerade wieder aufgefallen, dass ich nicht einfach mal nur was Leichtes essen kann, Salat oder so. Das geht einfach, das ist einfach unmöglich. Ich kann auch keine Suppe essen. Also ich liebe Suppen. Ich bin ein richtiger Suppenkasper. Aber ich kann auch keine Suppe essen und dazu kein Brot mit Butter essen. Wisst ihr, was ich meine? Also ich kann schon, aber dann bin ich halt einfach absolut unbefriedigt. Ich brauche das. Brot. Ich bin so ein Allmann. Kartoffeln und Brot. Mann. Und um allgemein nochmal so ein bisschen Klarheit in dieses Thema zu bringen, weil ich super oft Nachrichten bekomme, wie ich denn trotzdem schlank sein kann, obwohl ich keine Diäten mache, obwohl ich mir ab und an mal Pizza und Süßigkeiten gönne. Und ja, also wenig Sport mache. Und deshalb wird mir auch des Öfteren mal irgendwie eine Essstörung unterstellt, die ich Gott sei Dank nicht habe. Also ja, auch sowas muss ich mir alles anhören. Gehe ich natürlich ungern drauf ein, weil es, also ich würde solchen Leuten nie antworten, weil es für mich einfach so lächerlich und aus der Luft gegriffen ist. Erstmal ist es auf jeden Fall, denke ich, bei mir eine genetische Sache. Also in meiner Familie ist niemand übergewichtig. Und ich denke, sowas hat auch viel mit Genetik zu tun. Ob du jetzt schnell zunimmst oder weniger schnell zunimmst, nochmal kurzer Disclaimer, ich bin keine Ärztin, okay? Das ist nur mein Wissen. Und gerade so in den ersten Jahren, wo man auf die Welt kommt, wie wird man ernährt, wie wird zu Hause gegessen und gerade in den ersten Jahren, wo sich die Fettzellen auch bilden und so. Also, das ist mein Wissen, wie gesagt. Bei uns zu Hause gab es nie Süßigkeiten. Meine Mutter hat immer gekocht. Bei uns gab es nie McDonald's oder irgendwas Fertiggerichte oder so. Also, es war wirklich so selten, dass wir auch mal so gesüßte Getränke oder Säfte oder so. Capri-Sonne. Das, was jeder immer mit in der Schule hatte. Es gab teilweise Leute, die hatten bei uns so Cola mit in der Schule, Fanta. Ich war mal so neidisch oder auch Zucker in den Tee. Sowas, das gab es bei uns wirklich extrem selten. Vielleicht mal, wenn wir essen gegangen sind, was auch sehr selten vorkam, gab es dann mal eine Spezi oder so. Aber sonst wirklich Wasser. Dann habe ich eigentlich mein ganzes Leben lang vorher Sport gemacht. Also seit ich 5 bin, habe ich geturnt. Ich habe wirklich Leistungsturnen gemacht. Ich war Geräte- und Kunstturnerin und
Das über 10 Jahre lang. Ballett habe ich gemacht, eine ganz kurze Zeit, aber nur getanzt, früher als Kind. Dann kam halt irgendwann so die Phase, ich glaube, da war ich so Anfang 16, 15, 16, da hatte ich keine Lust mehr da drauf und vor allem auch dieses häufige Training in der Woche. Und gerade so als Teenie denkt man so, okay, ich habe echt Besseres zu tun. Und dann habe ich irgendwann aufgehört, zum Leid meiner Trainerin und meinen Eltern. Aber ja, dann kam irgendwann diese Hardcore-Fitness-Phase bei mir, die ich auch eine ganze Zeit lang durchgezogen habe im Fitnessstudio, wirklich 5-mal die Woche und das über eine super lange Zeit. Da habe ich auch echt auf meine Ernährung geachtet, da war ich voll im Film und dann ging es wieder bergab. Dann habe ich wieder, dann hatte ich irgendwann einen Personal Trainer sogar. Wann war das? Wann? 2018. Auf jeden Fall auch eine ganze Zeit lang hatte ich sogar einen Personal Trainer. Und dann hatte ich wieder keine Lust. Also es ist immer so ein Auf und Ab bei mir. Und mein Essverhalten ist jetzt nicht so, dass ich mir jeden Tag eine Pizza reinziehe, jeden Tag eine Tüte Chips esse oder sonst was. Also eine Pizza macht dich nicht fett und einmal joggen gehen macht dich auch nicht dünn. Ich denke, es ist wichtig und so lebe ich auch, eine gesunde Basis zu schaffen, ein gesundes Mittelmaß. Obst und Gemüse ausreichend. Du musst nicht jeden Tag Brokkoli essen. Du musst auch nicht jeden Tag nur Salat essen. Du kannst aber auch nicht jeden Tag nur Brote essen. Also es ist halt einfach dieses Mittelmaß. Und wenn ich merke, ah okay, ich habe zugenommen oder ich fühle mich nicht mehr wohl, dann esse ich vielleicht nicht jeden Abend eine Tafel Schokolade mal, bis ich wieder happy bin. Aber ja, einfach gesund und ausgewogen essen. Ja. Ein völlig banaler Tipp übrigens, der so einfach ist und so eine krasse Wirkung hat, kennt eigentlich jeder, weiß auch jeder, einfach mal Wasser trinken und auf diese gesüßten Getränke verzichten, auch so Multivitaminsaft und so. Wisst ihr, wie viel Zucker da drin ist? Oh mein Gott. Oder ein Glas Cola, was jetzt nicht Zero ist. Ciao. Ey, da ist so viel Zucker drin und so viele Leute trinken sich einfach dick. Mal abgesehen jetzt vom Alkohol. Wow. Also, ihr müsst ja jetzt nicht direkt einen ganzen Monat 0,0 mehr davon trinken, aber einfach mal das eine Zeit lang weglassen oder weniger, viel weniger. Einmal die Woche mal so ein Glas oder so, keine Ahnung. Aber es gibt ja Leute, die trinken jeden Tag eine Flasche Cola. Und nein, das kann ich jetzt natürlich alles nicht mehr. Dafür fehlt mir einfach jegliche Kraft in den Armen, die man dafür aufwenden muss. Also es ist ja hardcore, was man dafür eine Kraft benötigt. Und wenn ihr euch auch mal so wirklich Turniere anschaut, die im Fernsehen kommen und so, das sind wirklich Muskelpakete, die mir das und Jungs, die da sind, die bestehen nur aus Muskeln. Also da hat man schon mächtig Arme. Und Beine, wenn man turnt. Und es ist so traurig, dass ich von all dem keine Videos habe. Also ich habe ja nicht nur Bodenturnen gemacht, ich habe ja Balken, Barren, Sprung, genau, und Boden gemacht. Und davon gibt es halt keine Videos, weil wir hatten auch keine Kamera.
Und das war das einzige Mal, wo, glaube ich, irgendwas aufgenommen wurde. Richtig sad. Damals gab es auch noch keine Handys mit Video. Das wäre schön gewesen. Gerade so Barren und so habe ich so geliebt. Und was da für Saltos ich da gemacht habe. Du meine Güte. Ja, sad.